Hey und Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Modding Episode 1. Yeah! Und das ist die einzige Episode, wo nicht geteilt ist in lange und kurze Videos. Warum? Kurze Einführung: Was ist Minecraft Modding? Let's Play Minecraft Modding. Im Grunde Vanilla Minecraft mal von Forge und NEI abgesehen. Und einer Sache, die ich selbst programmiere. Yeah, was bedeutet das? Im Grunde gibt es die kurze Version, nur Gameplay, die längere Version inklusive Coding. Was bedeutet das auf Deutsch? Naja, ich zock Vanilla Minecraft. Das war eine Testwelt. Wir werden wahrscheinlich trotzdem mit Cheats enabled starten. Einfach nur, dass wir ein bisschen was machen können. Ich meine, dass wir viel testen können, weil das nämlich auch einer der Prozesse sein wird. Und das nenne ich mal Let's Play. Great World. Was ich sagen wollte, ist halt hauptsächlich, ja, Vanilla Minecraft. Immer wenn ich denke, das wäre doch ein cooles Feature, gehe ich in den Code und schreibe ein Programm, das das tut. Oh yeah, wir haben gleich mal Glück. Wir sind mitten im Nirvana, mitten im Dschungel. Und ja. Was gibt's hier wohl alles zu sehen? Irgendwo sollte das jetzt mal so eine komische Kiste sein. Im Grunde ist es einfach nur für diejenigen, die die kurzen schauen, die 20-Minuten-Episoden, einfach nur ein Let's Play. Für die anderen, naja, ein bisschen Coding dahinter den Scenen und sowas. Behind the Scenes und so Zeugs. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Für den ersten Part, muss ich sagen, habe ich das Coding im Vorhinein gemacht. Weil ich ein bisschen was zu tun hat. Übrigens, wenn es sehr, sehr viele Geräusche gibt, ja, ich kann da nicht viel dran ändern. Ich habe hier ziemliche Probleme damit. Also, dass ziemlich viele Sachen im Hintergrund laufen. Irgendwelche Hauslüftungen und dann doch ein bisschen der Computer auch, weil der doch ein bisschen sehr viel arbeiten muss im Moment. Aber habe ich jetzt alles? Nö, natürlich nicht. Im Grunde, ja, jedenfalls erste Episode habe ich das Coding schon gemacht. Ich werde auch mal ein bisschen Zeit, werde allerdings ein bisschen durchgehen, was ich damit mache. Der Mod wird alle 5 Episoden released werden, weil das ein super großer Aufwand ist. So. Im Moment brauche ich das noch nicht, weil ich meine ganzen Rezepte noch kenne. Ja, irgendwann kann gut sein, dass ich das mal irgendwann vergesse. Und naja, man kennt ja die typische Axt. Man nutzt sie. Und ja, das ist die Vanilla-Axt. Meine gemoddete Super-Axt. Braucht eine Ressource mehr. Was ist der große Unterschied? Naja, die Vanilla-Axt haut einen Holzblock durch. Ups. Und die macht das hier. Alle Blöcke nach oben. Also es geht allerdings wirklich nur nach oben. Und zerstört die halt dann. Fand ich recht interessant. Wie das geht, naja, das zeige ich euch gleich mal im Code. Ich werde jetzt nur 2, 3 Bäume schlagen, einfach nur um es ein bisschen zu zeigen. Und man sieht, jedes Mal nimmt er halt Haltbarkeitsschaden. Okay, das sieht man jetzt nicht so gut. Und jetzt, hier sieht man halt dann so richtig schön, bei denen das ist linear gerade bis ganz nach oben. Und es bricht nicht ab. Das ist das, was ich auch wichtig fand. Nur weil da irgend sowas ist und es ist wenig lag-intensiv. Weil es kein schwerer Algorithmus ist. Der geht einfach hoch, hey, bis kein Holzblock mehr da ist und dann hat man das. Gut, das sollte jetzt für einen Augenblick mal an Holz reichen. Ich denke, wir gehen mal kurz nach Eclipse, um das so anzuschauen. Okay, da sind wir dann schon mal im Eclipse-Editor. Man sieht jetzt natürlich der Text sehr, sehr klein, wenn man es auf dem gleichen Bildschirm hat wie ich zum Beispiel. Aber naja, stimmt, ich muss die Auflösung noch ändern irgendwann mal. Jedenfalls, ich habe hier so einen schönen Ordner, Octas Mods. Was in Blocks drin ist, interessiert uns nicht. Das sind im Moment nur Dummy-Dateien. Close all. Client ebenfalls, das ist im Moment, das ist sogar leer. Configs, da haben wir unseren Config-Handler. Das schreibt einfach nur, hey, Item-Info, das ist halt meine Datei, wo die ganzen Informationen drin stehen, mit der Block-ID, also der Block, der die ID hat, wird ausgelesen aus Item-Info, Key, also entweder, wo das steht in der Config, aber minus, also, oder wenn das noch nicht gesetzt ist, macht er den Key da draus, dann nimmt das Default und ansonsten die dazu und er zieht es 156 ab, weil das hochgescaled wird. Und das macht er halt bei allem. Das muss man machen. Amazon Config Load und Save. Die Dummy-Dateien kann man mit dem Octas Mod Generator machen, den ich eventuell
Möglicherweise sogar raus, auch wenn der sehr, sehr buggy ist und wenig funktioniert. Aber er erstellt die ganzen Dateien, die man braucht dafür. Und man muss ja halt daran denken, wenn man Sachen doppelt erstellt, dann gibt es Probleme. Und es ist nicht mehr 100% up to date. Jedenfalls, es funktioniert halt, um die Sachen anzulegen. Entities ist auch noch eine Dummy-Datei. Obwohl ich da, das war irgendein Fehler von mir, dass es überhaupt Dummy ist. Dann schauen wir uns mal an. Item-Info. Item-Info, das hier ist mein Dummy-Item gewesen. Das brauche ich nicht mehr. Da steht halt immer, hab ich halt immer meine Auflistung. Wie heißt, was ist der, was ist der, was ist die Block-ID? Die wird erst später ausgelesen, deshalb ist sie nicht final, im Gegensatz zu den anderen. Dann gibt es hier den Key, die ID, die standardmäßig ist, den Unlocalized Name, das ist wie es in Editor genannt wird, der Localized Name, das ist wie es dann im Spiel angezeigt wird, und das hier ist einfach wie das Icon heißt. Übrigens, wenn man das macht, es erstellt einem auch gleichzeitig diesen, also was der Mod Generator macht, der macht Assets und Octas Mods und die Sachen einfach in SRC von Forge reinhauen, also Forge, MCP, SRC reinhauen, dann funktioniert das. Und ja, das sind halt, der stellt ihn halt mit und ich habe halt hier Textures mal meine Items, die einfach mal da drin. Die heißen halt so, alles sind PNGs. Ich habe nur die Anhänge nicht angeblendet. Müsste ich mal irgendwann machen. Ja, und das ist bei den ganzen Sachen halt. Es ist sehr, sehr aufwendig, das aufzulisten, aber dafür lässt sich es halt sehr, sehr leicht bearbeiten. Und man weiß, man hat die Sachen halt alle an einer Stelle. Gut, was haben wir als nächstes? Items. Items ist das, was dann tatsächlich die Sachen aufruft. Später, im Normalfall sagt wird dann meistens nicht, ob das tut, also steht, also es gibt, ich sag mal, erstellt ein neues Item und es hat halt den Namen, den Namen, den Namen, den Namen. Ich habe die halt alle in eine Reihe gestellt und dann void init super xwood ist new octas tool. Das ist halt meine Klasse. Normalerweise wird man häufig, also wenn man viele gleiche Sachen hat, baut man eine große Klasse und gibt denen dann viele Sachen. Ansonsten wird man meistens hier, also hier einfach irgendwas haben. Octas Dummy Item, was weiß ich. Item Info Super X, na, wird halt gesagt, was für ein, das ist halt jetzt, der Octas Tool ist ein Werkzeug, das heißt halt, dafür auch die ganzen Sachen drinstehen, die ich da drin habe. Wie heißt's denn? Ach ja, da ist aber ich noch ein Enum Material drin. Das übrigens, ja, ich habe das Octas Tools mal in Library reingehauen. Das ist da, fand ich das sinnvoller als sonst irgendwo. Ansonsten meistens werden die Sachen in von Items reinkommen. Ich werde ein bisschen mehr erklären bei den anderen Sachen später. Hauptsächlich halt hier werde ich dem, weiß ich, erstelle ich halt ein neues Item. Hier gebe ich dem die Textur. Dann gebe ich hier den Unlocalized Name. Die beiden Sachen hier übrigens machen meistens in der Klasse. Da ich allerdings eine Superklasse habe für alle, muss ich es hier drin machen. Dann Add Names, da werden dann den Sachen, die unlocalized haben, localized gegeben. Hier kann man übrigens Lokalisierung einführen, wenn man will. Werde ich jetzt nicht machen, denn mir sind die Sachen Englisch. Register Recipes, ja, das ist halt so ein typischer Rezeptregistrierer. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das ist eigentlich der rauskopierte von der Vanilla-Items und ich habe halt reduziert, dass es für Ecken für meine Äxte so funktioniert. Eventuell werde ich da nochmal ein bisschen rumfeilen oder sowas, aber. Ich fand das einfach ganz angenehm. Vielleicht werde ich irgendwann mal was machen, dass das nicht einen kompletten Diamant mehr kostet, nur dass das alles auf einmal haut. Obwohl es natürlich deutlich besser ist. Okay, das ist eigentlich nur die Klasse, die es alles registriert. Das hier ist einfach mal ein Dummy-Item, das ich nur gemacht habe, dass ich halt die ganzen Orten erstellt bekomme. Library. Das hier ist jetzt tatsächlich die Klasse, die das macht. Das ist hauptsächlich eine Kopie von der Axt. Mal von dem Bereich hier abgesehen. Ich habe nämlich gesagt, onBlock destroyed, sagt er. Wenn das hier aber erfüllt ist, dann haut der Stack einen Schaden drauf. Das macht halt einfach den Schaden, wenn man Dings macht. Wie heißt's? Doch gleich, wenn man dam, dam, dam. Ja, wenn man einfach was abbaut. Und ansonsten, und ich habe halt gesagt, int i ist gleich 0. Und solange der Block ein Holzblock ist, macht er I++. Das heißt, wenn es was anderes ist, bleibt es auf 0. Und dann zerstört er alle, geht er von, solange I größer 0 ist, durch und zieht jeweils eins ab und bricht den Block drüber ab.
Das ist halt meine Möglichkeit, das rauszuhauen. Man kann hier natürlich einen komplexen Algorithmus bauen, der den kompletten Baum abreißt. Und der hier checkt übrigens auch nicht, ob es ein Gebäude oder sowas ist. Das heißt, mit den Äxten vorsichtig, ansonsten muss man eine Reihe komplett neu platzieren. Das habe ich da rausgenommen, dass man da Blätter braucht und Zeugs. Ich fand es einfach angenehm. Also das ist halt wirklich eine super simple Klasse nur. Und ja, ich werde übrigens viele Sachen, die hier drin stehen, in den Mod Generator irgendwann reinhauen. Der Packet Handler, das ist halt eine stinknormale Standardklasse, die nicht sonderlich viel macht. Proxies, die Client Proxy und Com Proxies, die brauchen wir hauptsächlich, wenn man irgendwelche grafisch gerenderten Sachen haben will. Tile Entities ist auch noch ein Dummy. World, da ist ein World Generator Dummy. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier so lassen werde. Im Normalfall, im Moment macht der auch noch nichts. Jedenfalls, damit kann man halt Virtual-Sachen machen. Und da gibt es Mod-Information. Da hat man halt die Grundsachen zu dem Mod. Das kann man auch später in der Datei auslesen, die Mod-Info und Zeugs. Das hat man halt hier die ganzen Sachen, wie zum Beispiel Builds, kleine Änderungen, größere Änderungen, Hauptversion. Und Channel, wie unter welchen Namen die Sachen kommunizieren. Und natürlich dann Octas Mod, die Main-Klasse, die das Ganze startet. Die fügt halt einfach, sagt halt, das ist das, also das ist das Ding hier, das kommuniziert da, man braucht es auf dem Client, wenn es der Server hat, aber andersrum nicht. Es hat mit dem den Package Handler, es hat die in die Instanz, ja, die in die Proxies, dann geht er durch Blocks und Items init, dann init Sounds und Renderer, das heißt, damit startet halt die ganzen Sachen und dann natürlich hier bei den Load. Dann lädt er die ganzen Sachen. Ich werde wahrscheinlich später mal auch Java Docs auch automatisch generieren lassen für die Sachen, aber das wird dann noch kommen. Also ich habe jetzt im Moment noch nicht so viel Lust da. Das ist einfach nur sehr, sehr nervige Arbeit. Jedenfalls. Und natürlich dann Mods loaded. Das ist halt einfach nur, dass der das halt weiß. Okay, jetzt können wir wieder zurückgehen, oder? Bis gleich. Naja, und da geht's ganz normal wieder weiter. Und ich höre mich schon wieder nicht mehr. So, das ist nämlich ein unangenehmes Gefühl für mich. Jedenfalls haben wir jetzt genügend Holz, um anzufangen. Ab in den späteren Episoden wird es halt, wie gesagt, immer optional sein, die Modding-Part anzuschauen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jede Runde was modden werde. Es wird oft was zu modden sein. Oft werden es auch einfach mehr. Ja, ich werde auch mal manchmal zeigen, einfach wie ich zum Beispiel Texturen erstelle, was in dem Fall natürlich keine großartigen Texturen sind zum Beispiel und alles Mögliche. So, natürlich ist das mit den Holzäxten unglaublich gut und natürlich haben wir jetzt schönen Dings. Okay, ja, ich war jetzt nur nicht sicher, ob der Ton von hinten oder sonst wo kommt, weil ich den nämlich nicht vom Computer haben will, weil ich den nämlich dann im Mikrofon habe. Und das werde ich natürlich nicht haben. Gut, ein bisschen Sugarcane, die werden wichtig. Ich habe ein paar gute Ideen, was ich mit denen machen will. Man wird ein paar Sachen davon übrigens auch im normalen Let's Play sehen, wo mir immer noch, ich glaube, drei Parts ab. Nö, ein Part ist, glaube ich, noch abgeschmiert und die anderen dürften dann passen. Ja, ich glaube, ich habe eine Wahnsinnsmenge an Zeugs. Ich habe jetzt eben heute Mittag versucht, die Sachen hochzuladen, hat natürlich nicht geklappt und was weiß ich nicht alles. Stimmt, ich denke, eine der ersten Sachen, die wir machen werden, ist ein 3x3-Tool. Ein Heavy-Tool, das einfach auch sehr, sehr viele Sachen auf einmal zerstört. Zum Beispiel 3x3. Wirklich auch 3x3x3 oder sowas. Wenn es Stein ist zum Beispiel oder ja. Jedenfalls werde ich mir da was einfallen lassen. Oder das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich werde jetzt, wie gesagt, nicht zu viel coden im ersten Part. Oder nicht wirklich was coden im ersten Part, außer dem, was ich jetzt schnell gezeigt habe. Hat ein bisschen gedauert, überhaupt die Klassen aufzusetzen, das Zeug hinzukriegen. Übrigens eine kleine Sache, die man natürlich merkt, wir haben natürlich da eine Welt. Das heißt, wir werden keine Dings haben. Oh, und natürlich zwei Sachen. Video Settings, nö. Options, Difficulty. Das hier. Und natürlich T/ Game Rule, Keep Inventory, True. Und T/ Game Rule. Do Mob Grie nein, Mob Griefing heißt es genau. Mob Griefing False. Das ist einfach das Einzige, was ich noch haben will. Und einfach, dass wir das ein bisschen einfacher was gestalten können. So, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal
Ja, so ganz genau ist das nicht mit diesem. Mein großes Problem ist, dass das halt ein sehr kleiner Bildschirm ist, auf dem ich im Moment arbeite. Ich habe einen Fernseher neben dran stehen, den ich eventuell verwenden könnte, aber das ist so schlecht, die Qualität dadurch. Weil es Halbbilder sind und oh, das ist gar nichts. Stimmt, ich könnte das zum Beispiel aus Holzblöcken dann machen lassen. Und Compressed Zeug haben. Ja, das überlege ich. Wie ich das genau machen werde, das überlege ich mir dann. Und ja, jetzt geht es erstmal darum, ein bisschen ganz normalen Zeugs zu meinen. Ich denke, wenn wir das hier abtragen, haben wir einen besseren Ausblick auf die verschiedene Richtung. Frag mir nicht noch, was wir hier genau in dieser Welt machen wollen, alles. Übrigens, ich werde hier keine Sachen reinmachen, die andere Mods viel besser machen. Wie zum Beispiel werde ich Race Minimap oder sowas reinhauen irgendwann, wenn ich eine Minimap haben will, anstatt selbst ein bisschen programmieren. Dafür fehlt mir dann doch ein wenig der Skill. Jedenfalls fand ich mal interessant, einfach so das zu haben. Da könnten wir so einen richtig schönen Turm hinbauen. Und dann. Ja. Und übrigens, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, mir Sachen zu schicken, wenn ihr merkt, die Texturen passen mir gar nicht. Hey, nehmt doch die Texturen von mir. Das geht. Also, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne welche schicken. Oder könnt ihr mit dem Boot in den Berg fahren, dann ist das so ein riesen Rollercoaster. Das sieht man hier, kann man durchdriften. Dann geht es hier runter, durch eben die Mitte der Hölle und gut. Ich denke, wir sollten Race bauen. Cards. Fighting Cards. Ne, ich fange schon wieder ein bisschen zu übertreiben an. Der Vorteil ist halt, dass übrigens die Sachen immer wahrscheinlich meistens mit der neuesten Forge-Version laufen werden. Das macht es mir halt einfach, die Sachen zu updaten und sowas, solange es in Eclipse läuft. Und natürlich, da kann ich einfach in meinen Workspace kopieren, fertig. So. Wir sollten mal als erstes ein neues Dings bauen. Übrigens natürlich auch hier das gleiche. Ups, das natürlich nicht. Jedenfalls will ich jetzt keine Axt haben, sondern Spitzhacke. Und dann sollten wir mal anfangen. Ist das Jungle Wood? Ja. Da könnte ich mal einen Schwung in das hier umwandeln. Und man merkt, es wird schon richtig laut. Der Prozessor. Das ist ein halben i7, der haut schon Energie raus. Auch wenn es auf MacBook Air trotzdem noch gut möglich ist, dass es so funktioniert. Wow, so riesen Jungle Trees und alles. Ich muss natürlich. Oh ja, ich hätte vielleicht ein bisschen noch nachpflanzen sollen. Egal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wollte ich sagen. Und dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr wisst ja, wie meine 9x9s aussehen. Die sehen meistens ein bisschen stylischer aus als die klassischen von dem Haupterfinder. Genau, Diamond 20. Jedenfalls sind die halt immer langweilig aus Stein und allem. Und das finde ich doof. Ich find 9x9-Gebiete am Anfang unglaublich gut als Spieler zu nutzen. Aber danach. Habe ich in die Workbench hin? Ach, da ist er doch. Ein Crafting Table. Wie auch immer. Die Werkbank. Ich könnte ja auch die deutschen Begriffe nutzen, aber wer nutzt deutsche Begriffe in einem englischen Spiel? Wirklich. Klingt komisch und ist auch doof. So, ich will jetzt mal kurz ein wenig schaufeln. Einmal das hier. Halt, das ist unnötig. Genau, das hier. Der nehmen, danke. Jetzt brauche ich mal ein wenig von Erde, einfach nur, dass ich da auffüllen kann. Und ja, dann dürfen wir auch schon bald bei so 20 Minuten sein. Das ist ja nach der ersten Episode, weil ich so viel gezeigt habe. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen wird, das Projekt. Fand die Idee einfach so interessant. Bin letztens drauf gestoßen, als ich angefangen habe, mit Dungeons und Dragons Weltengenerator zu basteln. Ja. Ich habe jedenfalls meinen Spaß damit. Und das ist das Wichtige. Ach ja, ich habe sogar noch Sticks. Dann hole ich nämlich doch mal die. Ich nehme jetzt doch mal schnell sogar so eine Super Axe her. Stone Super Axe. Man merkt es immer an dem lila Dings rechts, dass es eine Super Axt ist. Die normalen Äxte haben das nicht. Und ja. Oh, ich habe schon noch Pläne für eigene Bäume und so Zeug. Natürlich, es bricht halt immer sämtliches Holz nach oben. Das heißt, damit kann man ein Gebäude, das nur aus Holz
besteht nicht aus Planks, Holz. Auch extrem schnell abreißen. Im Gegensatz zu den anderen, da muss man erst irgendwelche Leaves dran bauen und so. Und dann wird es natürlich sofort dunkel. So. Und damit ist es schon wieder ein bisschen heller. Ich hoffe natürlich, dass es von der Größe und den ganzen Sachen passt. Ich muss mit Eclipse, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich da den Code kaum lesen kann. Ich denke, eventuell werde ich den nochmal hochstellen. Das dürfte wahrscheinlich für beide Seiten angenehm sein. So, dann bräuchte ich mal das hier und das hier. Macht Sticks. Mann, wieder blöd geklickt. So, Stone Sword. Man weiß ja nie, wann die bösen Kreaturen auftreten werden. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal ein schönes Ding hin. Ach ja, Dreierfederseite. Und dann da eins hin. Da eins hin. Wie so eine Mini Fortress im Moment. Obwohl, ja doch, ich glaube, dass das hier und dahin kommt. Nö. Nö, nö, ja, ich muss schauen. Ich muss mir das überlegen. Das überlege ich mir dann bis zur nächsten Episode möglicherweise. Aber ja, es eilt ja nicht. Das ist mein großer Vorteil, dass ich im Moment sogar ein bisschen Zeit habe. Zeit haben und Zeit brauchen. Kann ich denn? Ja, doch, das müsste passen. Wenn ich jetzt hier hin tue. Und dahin tue und dahin tue und dorthin. Und dann klatsche ich den hier hin und ich höre einen Zombie auf meiner zu meiner Linken. Ja. Oh ja. 1-6, stimmt. Aufpassen. Das war vielleicht keine gute Idee, gleich am ersten Tag mich mit denen anzulegen. Oh ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich trotzdem ein Smelt Zombie Flesh to Leather einbauen werde. Ganz einfach, weil es so nervig ist. Oder vielleicht auch nicht cool, dass das macht, je nachdem. Dann muss ich noch eins dahin tun. Und eins dahin tun. Dann hat man so ein bisschen so ein rundes Ding. Oder will ich die doch? Brauche ich die überhaupt? Wäre jetzt natürlich die Frage. I hear a zombie on my lawn. Aber das ist nichts Besonderes. Natürlich muss ich dazu sagen, das ist nicht gerade die allerdings beste. Ja, doch, doch, ich glaube, es wäre diesmal gar nicht so schlecht als Plan. Oh, da bist du, Zombie. Ja. Oh, ich bin fast out of food. Sehr schlecht. Naja, wir haben ja eine Mahlzeit für zwischendurch. Der schöne Mitternachtssnack, den ich nenne. Okay, ich muss zugeben, ich habe letztens Mitternacht Coding betrieben, was natürlich für mich auch ein ordentlicher Spaß war. Hey! Zombie! Oh. Ach ja, Hunger, das war aber nicht von ihm die Schuld. Egal, was man macht, ich bin jedenfalls begeistert, wie schön man Nachschub an Rotten Flash bekommt. Oh, das hätte ich nicht machen sollen, dann wäre ich nämlich nicht hungrig gewesen. Da kommt auf jeden Fall eins hin, da kommt eins hin. Da. Da, da, da. Da. Da, da. Dann können wir nochmal schön vergleichen. Und dann müssen wir uns um den kümmern, der da so frech und nervig ist. Aber er hat gut Nahrung gebracht, das ist ja das Wichtige. Und ich vergesse immer noch. Dass wir das Problem haben, dass wir immer noch Nacht haben. The Midnight Problem. Das wir hoffentlich nicht mehr lange haben werden. Aber das werden wir sehen. So, jetzt wollte ich mal dahin. Gut. Und dann können wir schon beobachten, ob es gut aussieht.
Eventuell knallt er nochmals. Ja, doch, doch, das passt. Das hat schon was, so. Das System gefällt mir. Und wir brauchen einen Zombie. Hey, Zombie! Keinen Enderman. Der Enderman ist mir zu gefährlich. Wir könnten natürlich einen hätten Bett bauen können durch die ganzen Schafe hier. Jedenfalls nicht ganz das, was ich will. Die erste Nacht soll man einfach so kämpfen. Ungefähr. Jedenfalls würde ich sagen, das reicht für diese Episode. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Hoffentlich mit, yeah, guten weiteren Ideen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und bye bye. Wamp, wamp.